Ein Moment riesiger Freude für alle Beteiligten. Die Vorhänge gehen wieder auf, das Publikum ist wieder da. Stille und Stillstand weichen der Action. Wenn auch weiterhin natürlich mit Corona-Vorsicht. Gretchen Petersdorf war mittendrin in Berlin und Umgebung unterwegs bei Frauen und Männern vom Film, die in den letzten Monaten oft einen ganz anderen Dreh raushaben mussten. Regisseur Malte Wirz arbeitet noch immer in seiner Wohnung. Corona zwang zur Häuslichkeit, seit so viele Projekte weggebrochen sind. Gerade schneidet er einen Film nur für sich. Ich kürze gerade und das ist immer das Schwierigste, weil man weiß ja nicht, was man rausschmeißen muss. Oder was. Man will ja eigentlich immer alles drin haben. Sein letzter Film liegt hier noch rum. Ein neuer Film? Ja, das sind die Plakate. Endlich ist es soweit oder bald soweit, so, wenn alles gut geht. Denn eigentlich hätte dieser Film schon vor einem Jahr rauskommen sollen. Aber dann waren die Kinos dicht. Also kein Kinostart, kein Geld für keinen der Mitwirkenden. Der erste deutsche Stummfilm seit 90 Jahren. Corona lässt auch manch Künstler verstummen. Der Film, den er jetzt schneidet, hat er mit der Videokommunikations-App Zoom gedreht. Die Schauspieler, die da kommunizieren, haben sich persönlich nicht gesehen. Es ist eine Art digitale WG. Auch Schauspielerin Judith Schumaker machte mit. Hast du heute Zeit? Vorbeikommen, dann quatschen. Und das ist Judith Schumaker beim Lochen. Sie macht die Buchhaltung unter anderem für eine Schauspielschule. Damit sie über die Runden kommt, seit Corona sind die Existenzängste gewachsen. Wenn du da nicht auf irgendwelche Jobs zurückgreifen kannst, dann ja. Genau. Und irgendwie so ein bisschen Tabellen und Zahlen macht mir Spaß. Da habe ich gedacht, okay, dann macht man das. Ich mache es auch für einen Filmregisseur und wie gesagt, eine Schauspielschule. Also es ist immer noch so, ich könnte es nicht für, weiß ich jetzt, einen Lebensmittelladen machen oder sowas. Ne? Tabellen also statt Bühne. Nebenbei inszeniert sie, arbeitet als Übersetzerin. Eine andere Welt, Studio Babelsberg. 100 Jahre Filmgeschichte, das macht ehrfürchtig. Und Corona ging eigentlich. Das letzte Jahr war wahnsinnig schwierig. Dieses Jahr schaut es komplett anders aus in der Produktion. Dieses Jahr wird so viel gedreht wie noch nie. Wie kommt das? Weil alle Produktionen das nachholen, was sie letztes Jahr nicht gedreht haben. Die Filme waren ja finanziert, die waren gefördert. Und es ist wirklich schwierig, nicht nur für uns, sondern da kann ich für die ganze deutsche Filmindustrie sprechen, Crews zu finden. Aber es gibt doch Corona-bedingte Arbeitslosigkeit bei den Filmschaffenden. Ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es momentan arbeitslose Maskenbildner gibt. Kann ich mir nicht vorstellen, weil wir auch keine Maskenbildner bekommen. Also wenn Sie einen wissen, bitte melden. Die sogenannte neue Berliner Straße. Alles Kulisse. Sie ist heute nur per Zufall wie leer gefegt. Sie ist ausgebucht. Bald wird die Serie Babylon Berlin weitergedreht. Überhaupt, drei große internationale Filmprojekte starten in den nächsten Wochen. Hat Corona der Produktion womöglich sogar einen Schub gegeben? Sogar einen sehr großen Schub, und zwar einen Schub für die Streaming-Dienste. Das merken wir ganz extrem. Die Nachfrage hat sich verdreifacht, vervierfacht. Hier wird gerade der Dreh einer hochkarätigen Netflix-Serie vorbereitet. Technik raus, Requisite rein. Wir dürfen sie nur von hinten zeigen. Viel Geheimniskrämerei also. Ja. Berlin-Friedenau. Auch bei Judith Schumaker wird gedreht. Einfach, damit sie in Übung bleiben. Armin Mualem hat das Stück geschrieben. Im letzten Jahr in der Krise wollte er sich schon als Corona-Kontaktverfolger bewerben. Dann hat er sich gefangen. Das ist auch das, was, glaube ich, so, das, was ich das Positive vielleicht an diesem Jahr sehen würde, weil ich hätte vieles nicht gemacht. Ich hab heute zum ersten Mal Regie geführt. Ich hätte niemals Regie geführt. Ich habe großen Respekt davor. Und nun gibt es auch bei Ihnen öfter Anrufe wegen Rollenangeboten.